Der Geburtstag Israels wird jedes Jahr mit einer Demonstration der Stärke gefeiert. Kampfjets am Himmel senden die Botschaft, dieses Land beherrscht jeden Konflikt. Währenddessen feiern die Israelis auf ihre typisch lässige Art das 75. Jubiläum der Staatsgründung, können stolz auf den erreichten Wohlstand sein und hadern doch mit den ungelösten Konflikten. Mit einigen Nachbarn gibt es Frieden, mit den Allernächsten, den Palästinensern, bis heute nicht. Immer wieder bricht der gewaltsame Konflikt auf. Dazu die Konflikte im Inneren um ultraorthodoxe und extremistische Zionisten. Hunderttausende demonstrieren gegen deren Pläne zur Schwächung der Demokratie. Was ist aus dem Traum vom Staat der Juden geworden? Ein Land so zerrissen wie nie in seiner Geschichte. Sie sind Israelis, aber sie leben im besetzten Westjordanland. Wie hier bei Kedumim in der Nähe von Nablus entstehen dort jedes Jahr neue, nach internationalem Recht illegale Siedlungen. Die Zahl der israelischen Siedler liegt inzwischen bei über 700.000. Als ich hierher kam, gab es vielleicht 100 Juden. Ich sehe hier 2 Millionen Juden, 3 Millionen Juden, viele Millionen mehr Juden. Das ist meine Vision. Unterwegs mit Daniela Weiß, einer der frühen Siedlerinnen und Lobbyistin der Siedlerinteressen. Sie hat 1975 mit Kedumim eine der ersten Siedlungen mitgegründet und betreibt seitdem als Aktivistin konsequent die jüdische Besiedlung des Westjordanlandes. Es ist ein Wunder, was ich hier vor mir sehe, weil hier neue Wohntrailer für neue Familien und einen neuen Outpost angekommen sind. Ihre Kamera sieht das als Erste. Oriat nennen sie den neuen illegalen Außenposten, den eine Handvoll Familien in Windeseile errichtet. Die Siedler müssen schnell sein. Nicht immer, aber manchmal versucht die Armee, solche Vorposten wieder zu räumen. Arbel Sack ist mit dem 5. Kind schwanger. Ihr Mann ist bei der Armee. Das hier zieht sie fast allein durch, aber mit voller Überzeugung. Wir sind hier eindeutig auf dem Gebiet des Staates Israel. Es ist zwar etwas seltsam, so ein Haus zu sehen. Du würdest wohl nicht darin leben wollen, ohne Strom und ohne Wasser. In der Welt der Siedler gibt es keine Bedenken, keinen Zweifel, dass ihre Landnahme Unrecht sein könnte. The reasoning is religious. Die Rechtfertigung ist eine religiöse. Wir bekamen das Versprechen von Gott an unsere Vorväter Abraham, Isaak und Jakob, dass das Land Israel von Anfang an den Nachfahren unserer Vorväter gegeben wird und der jüdischen Nation. Für immer. Ich brauche mir keinen bedeutenderen Grund auszudenken als die Bibel. Bigger than the Bible. Möglich wurden die Siedlungen erst durch den Sechstagekrieg von 1967. Von allen Kriegen, die Israelis und Araber führten, wirkt dieser am stärksten nach. Israel eroberte Ostjerusalem, Gaza und das Westjordanland. Gebiete, die nach dem UN-Teilungsplan von 1947 größtenteils den Palästinensern zustehen. Für viele Israelis aber rückte auf einmal die Wiederherstellung des biblischen Israels in den Bereich des Möglichen. Natürlich Jerusalem. Das hatte so eine Tragweite, dass man nun wieder vereint war mit dem Tempelberg, der Klagemauer, die berühmten Bilder von 1967 mit den Soldaten an der Mauer. Für viele Israelis waren das tief emotionale und geradezu metaphysische Momente, sogar für komplett säkulare Menschen. Wir lassen das Königreich auferstehen, das vor 2000 Jahren verloren ging. Mit den Jahren wurde die Besatzung zum Dauerzustand. Ein Friede zweier Staaten rückte in immer weitere Ferne. Stattdessen siedelten immer mehr nationalistische Zionisten in den besetzten Gebieten. Ihr religiöses Sendungsbewusstsein von einem Groß-Israel ist heute stärker denn je.
Palästinenser spielen in dieser Vision eines Gottesstaates unter jüdischer Vorherrschaft nur eine untergeordnete Rolle. Menschen, die nicht akzeptieren, dass sie niemals Selbstbestimmung in Staat und Land der Juden haben werden, diese Menschen müssen in die arabischen Länder auswandern, wo sie unter arabischer Herrschaft leben können. Das ist eine sehr klare Formel. So steht es in der Bibel. Danach lebe ich und danach leben die Juden. Dass Gewalt nicht nur von Palästinensern ausgeht, sondern in vielfacher Form auch von Siedlern, streitet Daniela Weiß kategorisch ab. Meine Leute, ich meine die jüdischen Leute, sind nicht gewalttätig. Sie predigen niemals Gewalt. Wir haben hier eine Synagoge, wir haben hier 20 Synagogen. Alles, was sie dort hören, ist Frieden, Frieden, Frieden. Deshalb gab es nie ein Pogrom von Seiten der Juden. Wir fahren jeden Tag nach Huwara. Ich, meine Kinder, meine Enkel, die gesamte Familie. Nie hatten wir auch nur den Gedanken, jemandem weh zu tun. An der Hauptstraße zwischen Nablus und Ramallah liegt die Kleinstadt Huwara. Sie ist gerade einer der Hotspots im israelisch-palästinensischen Konflikt. Israelische Soldaten patrouillieren auf den Straßen, kontrollieren die wichtigen Kreuzungen. Die Israelis wollen, dass ihre Kinder in Frieden, Sicherheit und Stabilität leben. Doch auch ich will, dass meine Kinder so leben können. Ich sorge mich genauso um die Zukunft meiner Kinder wie die Israelis. Die Armee hat die Zufahrt nach Huwara gesperrt, wieder mal. Nur Siedler mit israelischen Kennzeichen dürfen rein. Für Firas de Maedi und seinen Supermarkt eine Katastrophe. Seit Monaten beherrschen Gewalt und Terror die Stadt. Das Geschäft ist seither massiv eingebrochen. Die Situation ist sehr schlecht, insbesondere die wirtschaftliche. Wie Sie sehen, besitze ich dieses große Einkaufszentrum für Lebensmittel. Aber heute habe ich kaum noch Kunden. Der Verkauf ist um 80% eingebrochen aufgrund von Aktionen der Siedler und der israelischen Armee in Huwara. Früher hatte ich 50 Angestellte, jetzt sind es nur noch 20. Seit Monaten kommt es zu gewaltsamen Übergriffen von Siedlern auf Einheimische. Die Armee greift kaum ein. Die Siedler brauchen keinen Grund, um uns anzugreifen. Manchmal werfen sie ohne Grund Steine auf uns. Das, was in Huwara passiert ist, war eine Reaktion auf das, was die israelische Armee und die Siedler tun. Vor einem Jahr noch hatten wir gute Beziehungen zu den Juden und zu den Israelis. Auf der anderen Seite verüben Palästinenser brutale Terrorangriffe. Mitten in Huwara werden Ende Februar zwei Siedler ermordet. Viele hier haben dafür Verständnis. Die Anschläge waren eine Reaktion auf die israelischen Aktionen gegen Palästinenser, bei denen viele in Nablus und Jenin von der israelischen Armee getötet wurden. Außerdem kamen die Attentäter gar nicht aus Huwara. Nach dem Anschlag entlädt sich die Gewaltspirale in einer Explosion. Ein wütender Mob aus Siedlern zieht durch Huwara und nimmt Rache. Steine fliegen auf Wohnhäuser und Geschäfte, Dutzende Autos und Häuser werden angezündet. Eine Menschenjagd. Ein Palästinenser wird erschossen, an die 100 verletzt. Die Armee verliert völlig die Kontrolle oder will nicht eingreifen, versucht nach eigener Aussage Menschen zu retten. Ein israelischer Offizier spricht von einem Pogrom. Eine Überwachungskamera zeigt, wie Siedler versuchen, das Haus von Firas de Maedi anzuzünden. Auch Wochen nach dem Gewaltexzess sind die Spuren davon noch gut sichtbar. Als wir versuchten, das von den Siedlern gelegte Feuer zu löschen, griff uns die israelische Armee mit Blendgranaten und Tränengas an. Die Soldaten haben alles gesehen, aber nichts gemacht.
Am nächsten Tag kamen sie zu mir und sagten, warum bist du hier? Du sollst in dein Land Jordanien oder Saudi-Arabien zurückkehren. Das waren die Worte der Armee zu mir. Dümaedi führt uns auf das Dach seines Hauses, seine letzte Verteidigungslinie. Diese Steine sind von den Siedlern. Damit haben sie uns angegriffen. Wir behalten sie, um uns selbst vor den Siedlern zu schützen. Wenn sie uns nochmal angreifen, werden wir uns mit diesen Steinen verteidigen, weil es niemanden gibt, der uns verteidigt. In diesem Konflikt trifft es Schuldige und Unschuldige. Aber Gewalt erzeugt immer noch mehr Gewalt. Ein normales Leben zu führen, scheint da unmöglich. Für sein Geschäft, seine Familie und sich selbst sieht Dümaedi auf Dauer keine Perspektive mehr. Ich mache mir große Sorgen um die Zukunft meiner Kinder. Ich sehe schwarz für sie. Ich stehe zwischen zwei Feuern. Entweder wir verlassen das Land, in dem wir geboren sind, um die Kinder zu schützen. Oder wir opfern unsere Kinder, damit wir im Land unserer Eltern und Großeltern bleiben können. Wir sind dazu bereit. Israel versucht uns zu terrorisieren, damit wir dieses Land verlassen. Zu den äußeren Konflikten kommen die im Inneren, wie der um die jüdische Identität. Ultraorthodoxe beanspruchen einen immer größeren Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. Ihr Anteil an der Bevölkerung, derzeit bei 14%, wächst schnell. Beten ist ihr Lebensinhalt, in den Schulen studieren sie die Tora statt Englisch und Mathematik. Zum Militär müssen sie nicht. Einer geregelten Arbeit gehen meistens allenfalls die Frauen nach. Ein Leben in einer Parallelwelt. Ich bin sicher, der Tag wird kommen, an dem der Messias erscheinen wird. Und wenn er kommt, werden wir von allen Problemen erlöst. Wer den Weg der Tora gegangen ist, gewinnt. Wer nicht, verschwindet. Joelisch Kreuz hat 18 Kinder und 6 Enkelkinder. Mit seiner Frau und den Minderjährigen lebt er auf engstem Raum im Jerusalemer Viertel Mea Shearim. Zwei Zimmer und so etwas wie ein Schlafkeller. Ab und zu hat er Gelegenheitsjobs, die Familie lebt in prekären Verhältnissen. Doch Joelisch beklagt sich nicht, Geld vom Staat nehme er nicht, sagt er. Gerade weil er auf materiellen Reichtum verzichte, seien er und seine Frau glücklich. Je weniger Materielles, umso besser kann man leben. Jeder möchte immer mehr. Ich bleibe bei dem Wenigen, was ich habe, also brauche ich auch nicht mehr. Sobald du was besitzt, möchtest du immer mehr. Das hat kein Ende. Joelisch gehört zur sogenannten Gemeinde der Gottesfürchtigen. Die lehnt den Staat komplett ab. Sie hoffen auf den Gottesstaat, den der Messias nach seiner Ankunft errichten werde. Der Staat Israel ist die größte Katastrophe, die dem jüdischen Volk geschehen konnte. Ich habe keine Wahl. Ich lebe hier, weil ich hier geboren bin und ich nicht weg kann. Ich versuche damit zu leben, nichts vom Staat zu nehmen. Wenn du keinen Kontakt mit ihm hast, kannst du sicher sein, dass du orthodox bleibst. Was Zehntausende Gottesfürchtige und Joelisch nicht davon abhält, gegen die säkulare Welt da draußen und ihre sündhaften Accessoires zu protestieren. Für sie gelten nur die Regeln des Kaschrut, die festlegen, was koscher ist und was nicht. Smartphones mit Internetzugang gehören definitiv nicht zur koscheren Welt. Ultraorthodoxe dulden nur koschere Handys. Die taugen allenfalls zum Telefonieren. Das Internet? Zeitverschwendung. Da gibt es viele schlechte Sachen. Da fehlen Anstand und Sitte. Stattdessen lauter üble Ansichten. Man wird süchtig davon. Da kann man nichts machen. Es gibt viele Scheidungen deshalb. Man wird abhängig. Man lebt nicht mehr. Die Ablehnung der modernen, säkularen Welt mündet nicht selten in gewalttätigen Protest. So richtet sich der Zorn der Gottesfürchtigen auch gegen die Straßenbahn, die durch ihr Viertel fährt. Und zuletzt gingen Geschäfte, die unkoschere Smartphones vertrieben, in Flammen auf.
Ein anderer Teil der Ultraorthodoxie ist dagegen bereit und willens, Politik zu machen. Die Parteien Schass und Vereinigter Tora Judaismus sind Koalitionspartner von Premier Netanyahu. Im Gegenzug für ihre Stimmen bekommen sie Subventionen für ihre Gemeinden und Tora-Schulen, Privilegien und Einfluss auf religiöse Regeln. Schon bei Gründung Israels war der Einfluss der Ultraorthodoxen so stark, dass die Gründer ihnen viel Macht einräumten, aus Rücksicht keine Verfassung festschrieben. Ein Fehler, der sich heute rächt. Ben-Gurion sah das nicht kommen. Er dachte, wenn er den säkularen Zionismus fest etabliert und den Staat zu etwas fast Heiligem macht, also zu einer Art zivilen Religion, dass dies ein guter Ersatz sein würde. Dass da vielleicht ein paar Ultraorthodoxe übrig bleiben würden, ein paar religiöse und nationalreligiöse. Aber das wirklich nur am Rande. Das säkulare Israel, das vor allem in Tel Aviv seine Heimat gefunden hat, fühlt sich von den Ultrareligiösen immer stärker eingeschränkt. Denen ist das freizügige Leben in der Metropole am Strand seit jeher ein Dorn im Auge. Ich wünsche dem Staat Israel, dass er mehr von Frauen und Schwulen regiert wird. Denn weder die Schwule noch die Frauen interessieren sich normalerweise für Kriege. Ich wünsche dem Staat Israel zum 75. mehr Toleranz und die Bereitschaft, die Meinungen anderer Menschen zu respektieren. Roy und Ohad sind seit 14 Jahren ein Paar. Im hippen Florentin, einem der angesagtesten Stadtteile von Tel Aviv, betreiben die beiden ein Geschäft für Brautmoden. Die Idee kam Ohad vor 12 Jahren, da fing er als Personal Bride Shopper an, als rechte Hand der Braut, die sich um alles kümmert. Kleid, Make-up, Schmuck, Frisur. Heute stehen die Brautkleider im Vordergrund, aber nicht irgendwelche. Wir haben den Bräuten beigebracht, Smart Brides zu werden. Unser Studio besitzt Kleider der teuersten Kleiderdesigner Israels. Wir verkaufen diese Kleider für die Hälfte des Preises. Anstatt das Kleid nur einmal zu verwenden und danach in Mülleimer zu schmeißen, wird es zweimal angezogen. Ihr zweites Standbein ist Oru, eine Beratungsfirma für die sogenannte gemeinsame Elternschaft. Roy und Ohad bringen Männer und Frauen zusammen, die ein gemeinsames Kind großziehen wollen, ohne ein Paar zu sein. Nach einer künstlichen Befruchtung erziehen beide Elternteile ihr leibliches Kind abwechselnd groß. Das Modell vom Heiraten zerbricht mit der Zeit. Heute verstehen wir, dass Heiraten und Kinderkriegen nicht unbedingt miteinander verbunden sein müssen. Sie können auch getrennt voneinander sein. Mit ihren Kindern René und Ray leben die beiden selbst das Modell der gemeinsamen Elternschaft. Eine Mutter, zwei Väter, die sich abwechselnd um die beiden Kinder kümmern. Und alle sind glücklich. Wir sind zwei biologische Väter. Gal ist die biologische Mutter von beiden. Bei René ist Ohad der biologische Vater, bei Ray bin ich es. In ihrem unmittelbaren Umfeld ist das kein Problem. Ich frage die Kinder mal, findet irgendjemand in Schule oder Kindergarten es seltsam, dass ihr Vater und Vater habt? Dennoch, gewalttätige Anfeindungen nehmen landesweit zu. Homophobe Einstellungen sind gesellschaftsfähig geworden. In der liberalen Tel Aviv-Blase spüren wir das weniger, auch wenn letzte Woche Fenster Homosexueller eingeschmissen wurden und Gay-Pride-Flaggen verbrannt wurden. Aber wir müssen kämpfen, um nicht zu verlieren, was wir bis jetzt erreicht haben. Es sind religiöse Elemente, die uns zurückwerfen wollen. Sie wollen liberale Gesetze zurückziehen. Sie wollen die Konversionstherapie für Schwule einführen. Und Medikamente für Transsexuelle nicht mehr finanzieren oder anderes, was wir erreicht haben. Vor allem aber sind Roy und Ohad stolz darauf, wie weit sie schon gekommen sind. Ganz persönlich und in Israels Gesellschaft.
Wir sind eine zentrale Säule der israelischen Gesellschaft. Wir haben Wurzeln in ihr geschlagen. Wir dienen sogar im Militär. Wir sind ein wichtiger Teil der israelischen Mischung. Zur Mischung in Israel gehören auch die Kibbuzim, wie der in Jiron an der Nordspitze Israels. Die Hügel am Horizont sind schon Teil des Libanon. Gegründet 1949 ist Jiron fast so alt wie der Staat Israel. Und einer der wenigen Kibbuzim, die den Sprung in die Moderne geschafft haben. Ich wünsche Israel, dass es wächst und gedeiht. Und ich möchte den Leuten, die hier leben, gute Dinge ermöglichen, unabhängig von ihrer Religion oder ihrem Glauben. Simcha Shor betreibt mitten im Kibbutz ein Start-up-Unternehmen. Mit seinen Drohnen will er die Landwirtschaft revolutionieren, weltweit. Die fliegenden Roboter können Schädlinge erkennen oder Fehler bei der Düngung und Bewässerung. Und können selbst Pestizide auf kleinstem Raum dosiert ausbringen. Die Landwirtschaft durchläuft gerade eine gigantische Revolution der Robotik und der künstlichen Intelligenz. Heute laufen Menschen durch Felder und sie sehen ein paar Pflanzen, vielleicht 100. Eine Drohne aber schafft 1 Million Pflanzen in 20 Minuten. Wir können Landwirtschaft also neu denken wie nie zuvor. Untergebracht ist das Startup im alten Kuhstall des Kibbutz. Der ist zugleich größter Anteilseigner der Firma. Wir sitzen in der alten Milchfarm. Seit 1949 der Stall für die Kühe. Hier werden sie gefüttert. Das ist das Gebäude. Es war mal der Stall, wo die Kühe gemolken wurden. Heute sind wir die Kühe. Von der Milchfarm zur Techfarm. Vom Kuhstall aus in Israels Provinz berät das Unternehmen Landwirte auf allen Kontinenten. Vielleicht liegt darin das Geheimnis der Startup Nation. Israels Hightech-Produkte machen rund 50% aller Exporte aus. Israel ist ein kleines Land. Wir haben nicht so viel Wasser oder Land. Wir können nicht die Welt ernähren. Aber so wie wir vor 50 Jahren die Tröpfchenbewässerung erfunden haben, so müssen wir uns jetzt die andere Stärke Israels zunutze machen, die Hochtechnologie. Noch baut der Kibbutz auch ganz konventionell Obst und Wein an. Und bis auf den Hightech-Bereich bekommen noch immer alle den gleichen Lohn. Vom Treckerfahrer bis hin zum altgedienten Weinbauern. Doch der Umbruch bahnt sich an. Als einer der letzten Kibbuzim im Land wird nun auch Jiron privatisiert. Nicht zu ändern, sagt Winzer Avner Anava. Die sozialistischen Ideale des Ur-Kibbutz hätten sich überlebt. Die Idee des Kibbutz ist eine Gemeinschaft von Menschen, die miteinander kooperieren, mit gemeinsamen Aufgaben. Deshalb spielt das wirtschaftliche Thema keine große Rolle. Ab dem Moment, an dem persönliche Gier dazukommt, wird es problematisch. Dabei waren die ersten Kibbuzim so etwas wie die Keimzelle des Staates Israel. Ada Feinberg hat Jiron 1949 mitgegründet und lebt bis heute dort. Später wurde sie Erzieherin, gründete eine Familie. Nach den Schrecken des Holocaust waren die Hoffnungen groß, genauso wie die Ansprüche. Wir haben immer daran gedacht, dass wir nicht nur einen Kibbutz, sondern einen Staat gründen. Denn das Volk Israel brauchte wie jedes normale Volk einen Staat. Wir hofften auf einen sozialistischen, einen guten und edlen Staat. Doch diesem Staat droht ausgerechnet im 75. Jahr der Verlust des Guten, des demokratischen Kerns. Die Gesellschaft zerbricht. Hunderttausende sind jede Woche auf den Straßen, um gegen die Aushebelung der Gewaltenteilung zu demonstrieren. Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft. Richter, Beamte, Unternehmer, Rentner, Studenten, Soldaten. Noch nie hat sich in Israel ein so breites Bündnis für ein gemeinsames Ziel zusammengefunden. Viele waren vorher noch auf keiner Demo. Doch es geht um nicht weniger als die Demokratie an sich.
Ich wünsche mir, in einem Land zu leben, das westliche Demokratie und Liberalismus mit jüdischen Werten verbindet, beides verschmelzen lässt. Das funktioniert großartig, bis jemand versucht, das Ganze in zwei Teile zu brechen. Eigentlich hätte sich Israel Schafir ganz auf seinen Altersruhesitz in Beit Uziel zurückziehen können. Und das tun, was der 70-jährige Rentner am liebsten tut. Zusammen mit Enkel Matan seine Olivenbäume hegen und pflegen. Der Hobbylandwirt ist hochdekorierter Offizier und Pilot, Rufname Relik. Jahrzehnte hat er einem Land gedient, das jetzt auseinanderfällt. Die Ideale und der soziale Zusammenhalt spalten sich in Ideen auf, die nichts mehr miteinander zu tun haben. So wie die liberale Demokratie nichts mit einem Gottesstaat, einem orthodoxen Gottesstaat zu tun hat, oder gar der Ausbreitung eines messianischen Judaismus. Für Israel hat Relik viele Luftschlachten geschlagen. Jetzt spürt er erneut die Pflicht, für sein Land zu kämpfen. Als Kampfpilot liegt es in deiner DNA, abzuheben und jegliche Bedrohung deines Landes durch die Außenwelt zu stoppen. Und jetzt, wo ich 70 Jahre alt bin, gibt es eine andere Bedrohung dieses Landes. Dieses Mal kommt sie von woanders her, von innen. Aber meine DNA bleibt dieselbe. Und so findet man Relik und seine Kameraden von früher mindestens einmal pro Woche auf den Straßen von Jerusalem oder Tel Aviv gegen die Pläne der Regierung demonstrieren. Wir sind hier, um den obersten Gerichtshof und unser Justizsystem gegen die Zerstörung zu unterstützen, die von der Regierungskoalition geplant ist. Sie plant die Art und Weise, wie Israel regiert wird, zu zerstören. How Israel is run. Tatsächlich plant die Regierung, die Gewaltenteilung grundlegend auszuhebeln. Eine Mehrheit der Knesset-Abgeordneten soll Entscheidungen des obersten Gerichtshofs überstimmen dürfen. Zugleich will die Regierung mit ihren ultranationalistischen und ultrareligiösen Mitgliedern die Kontrolle über die Besetzung der Richter übernehmen. Die Auswirkungen wären dramatisch. Die Agenda dieser Koalition, insbesondere der Führer dieser Koalition, besteht darin, Israels Demokratie auszulöschen. Es wird keine Demokratie mehr existieren, wenn sie Erfolg haben. Die Gewaltenteilung in Israel sichert einzig und allein der oberste Gerichtshof. Wir haben nichts anderes. Beseitigen Sie den und es gibt keine Demokratie mehr. Offensichtlich gab es bei der Staatsgründung 1948 einen weiteren Geburtsfehler. Die Gründer um Ben-Gurion verzichteten auf manche Checks und Balances der Gewaltenteilung. Eine geschriebene Verfassung, eine zweite Kammer, ein Verfassungsgericht. Wie konnte das passieren, trotz der grausamen Erfahrung des Nationalsozialismus? Der hatte die Demokratie demokratisch abgeschafft. Die israelischen Zionisten von damals dachten, sie wären auf irgendeine Weise immun dagegen. Wir haben diese Lektion von draußen so gut gelernt, dachten sie, wir waren die Opfer. Wie um Himmels Willen könnte es auch nur denkbar sein, dass wir den gleichen Fehler begehen. Aber das war natürlich eine Fantasie. Wir sind alle Menschen und fehlerhaft. Und doch hat Israels Demokratie im Moment größter Not Stärke bewiesen. Der demokratische Protest der Straße hat einen Etappensieg erreicht. Die Regierung hat die Umsetzung der Justizreform ausgesetzt und verhandelt mit der Opposition. Die Proteste aber gehen weiter. Die Menschen wissen, die Gefahr ist nicht gebannt. Aber ein Gefühl gemeinsamer Verantwortung ist entstanden. Vielleicht hilft das, auch die anderen Probleme Israels zu lösen.